Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vaporium. Vaporium heißt das Spiel, glaube ich, oder? Stand es jetzt nicht irgendwo? Ich glaube Vaporium. Auf jeden Fall ein Dungeon Crawler im Steampunk-Look. Finde ich auch bisher sehr, sehr cool. Ich tue mich noch ein bisschen schwer mit der Steuerung. Aber gut, das wird sich dann auch irgendwann einspielen, denke ich. Hier haben wir noch was. Hier liegt noch was. Wieder ein Memo-Schockeffekt. Wer das Ziel durch einen elektrischen Schock getroffen, ist sein ausgehender Schaden stark reduziert und es erleidet Schaden über kurze Zeit. Ich mag solche Dot-Fähigkeiten. Zumindest, wenn sie mich nicht betreffen, sondern den Gegner. Gegner, die diese Art von Schock erzeugen können, sind selbst gegen alle Schockeffekte resistent. Okay, das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Hier geht's weiter. Ist da drüben noch was? Nee, da ist nichts mehr. Jo, weiter geht's. This thing from the spider fits into my rig. Let's see how they like being shocked. Okay. Ja, das muss ich jetzt hier machen. Mal probieren wir es mal aus. Wow. Und wir haben ein Level Up. Dein Anzug erhält von besiegten Gegner Fumium. Nachdem genug gesammelt wurde, steigt dein Anzug eine Stufe auf. Ah, Fumium ist quasi unsere XP. Ich verstehe. Wodurch sich seine Leistung verbessert. Du erhältst außerdem Schaltkreispunkte, die du zum Freischalten oder Verbessern von Schaltkreisen verwenden kannst. Schaltkreise verbessern deine Leistung in einem bestimmten Bereich maßgeblich. Auf höheren Rängen schaltest du Module frei, die deine Leistung weiter auf unterschiedliche Weise erhöhen. Du wirst Fuminium-Kondensatoren über den Weg laufen, die dir bei der Verwendung von Fuminium gewähren. Okay. Ein Schaltkreispunkt. Yay. Jetzt können wir uns das mal anschauen, wie das hier aussieht. Hier können wir nichts ändern, oder? Nein. Aber hier, da steht es ja auch plus 1. Wir können auf stumpfe Waffen machen. Aber unser Dings ist, glaube ich, kein stumpfes Waffe, oder? Ne, das ist eine Klingenwaffe. Klingenwaffe. Jeder Rang erhöht den Schaden von Klingenwaffen. Das heißt, 30% Waffenschaden für Klingen. Das gefällt mir ganz gut. Pistolen, Quervere ist auch klar. Beidhändig, dann könnte man natürlich beidhändig machen. Wobei mir es eigentlich ganz gut gefällt mit dem Schild. Rüstschmied. Jeder Rang erhöht deine allgemeine Abhärtung. Plus 30% Integrität ist auch genial. Blocken. Jeder Rang erhöht die Wahrscheinlichkeit, direkte Angriffe mit Schilden zu blocken. Wenn wir Schild weiterhin benutzen, wäre das auch nicht schlecht. Jeder Rang erhöht das Aufladetempo von Gadgets. Das ist, weil wir Techniker benutzen. Ist das gar nicht mal so schlecht. Das ist also ziemlich gut eigentlich. Fusionskonvertierung. Jeder Rang erhöht deine Energieregeneration. Das ist für unsere als Techniker auch nicht schlecht. Servounterstützung. Jeder Rang erhöht die Präzision und Ausweichmöglichkeiten. Komplexer Kondensator. Jeder Rang erhöht die Integrität und Energie. Also HP und Dings werden erhöht. Cool. Und Elementarleiter. Jeder Rang erhöht die Resistenz um die Dauer von Säure- und Brenn-, Blutungs- und Schockeffekten, mit denen du deine Gegner schädigst. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht, gerade wenn wir sowas mit diesen Schockdinger machen. Ich würde sagen, ich würde entweder die Regeneration erhöhen. Oder, nee, ich glaube, ich mache lieber das Aufladetempo. Rang 1, akzeptieren. So, das heißt, das Aufladetempo ist hier um einiges höher. Gut. Weiter geht's. Was haben wir da? Ein Fumion-Kondensator. Aktivieren, um deinen Fumion-Vorrat permanent zu erhöhen. Das probieren wir doch gleich mal aus. Haha, das gefällt mir. So muss das sein. Weiter geht's. Und damit kommen wir in ein neues Level. Sehr schön. Eine neue Ebene. Leider den einen Weg, der da versperrt gewesen ist, oder ich weiß nicht, was damit gewesen ist. Ja, den können wir leider nicht mehr gehen. Kann ich jetzt eigentlich auch hier wieder.
Nee, ich kann leider nicht mehr hin und her machen. Aber wir sehen, dass es hier eine Treppe geht, gibt, die es weiter weiter hier führt. No idea what this monster I'm inside of is. Although I feel a little safer in the exo-rig that I found, I have a suspicion there are a lot more surprises waiting for me. The weird blue substance I found in the capacitor seems to charge the rig and upgrade its function. And I still need more information. Maybe I'll figure out what the hell this place is about as well. Ja, wir brauchen noch einiges mehr Informationen. Oh, sind wir jetzt dadurch wieder aufgestiegen oder habe ich das gerade verpeilt gehabt? Nee, ich glaube, wir waren nicht voller HP. Naja, egal. Aha. Schauen wir mal. Wasserwerke sind wir jetzt. Okay, interessant. Mist. Eingekesselt. Das ist natürlich nie gut. So. Ah, damit haben wir es auch zerstört. Haben wir auch zerstört. Okay, aber eingekesselt, das ist keine gute Idee gewesen. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Wir bekommen eine Energiezelle. Stellt über die Zeit Energie wieder her. Aha. Können wir gut gebrauchen. Neue Munition können wir auch gut gebrauchen. Und ich vermisse Adam. Von Winnie Badge. Damit sind wir auch mit Winnie Badge fertig. Ich vermisse meinen Kumpel. Adam, wirklich. Der Kerl hatte echt einen abgefahrenen Sinn für Humor. Haben ihn wegen ein paar unanständiger Bilder oder so gefeuert. Und der neue Bursche, der ist wirklich ein absolutes Arbeitstier. Aber er muss ständig Aber er muss unbedingt lockerer werden. Mal ein bisschen Spaß haben, Mann. Der macht sein eigenes Ding. Die ganze verdammte Zeit. Okay, damit ist Winnie Badge, glaube ich, fertig. Okay, interessant. Ja, das Gadget, das gefällt mir schon ziemlich gut. Aha. Komm, komm, komm. Geschützdrohne. Und neue Munition. Aha. Ja, aber mir gefällt es richtig gut mit dem Ding hier. Ich muss nur mal schauen. Ja doch, es hat ja Schaden gemacht. Nehme ich mal an. Ein rostiges Schwert. Und ein Rekrutendings. Wir schauen uns das gleich an. Aber erstmal Familienflinte. Von Elmer Barretton. Ich habe einen verborgenen Korridor gefunden. Der perfekte Ort, um meinen wertvollen Panzerknacker zu verstecken. Hier ein Arx. Okay, jetzt wissen wir wenigstens, wo wir sind. Gilt ein striktes Waffenverbot für uns gewöhnliche Individuen. Aber keiner würde es wagen, einen Berotten eine Waffe abzunehmen. Mein Vater hat sie mir gegeben. Und der bekam sie von seinem Vater und der von seinen und so weiter. Ein Familienerbstück. Wir Barrettons kümmern uns schon immer lieber selbst um unsere Sicherheit. Wenn ich doch nur nicht die Schraube bei der Wandhalterung verbogen hätte. Ich hoffe nur, das bemerkt keiner. Aha, interessant. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Was haben wir denn hier? Macht auf jeden Fall um einiges mehr Schaden. Hat ein bisschen größere Angriffszeit. Und leider auch eine größere Abklingzeit. Aber besser als dieses Teil. Und das hier? Ist es genau selber. Nur, dass das eine stumpfe Waffe ist und das andere eine Klingenwaffe. Ja, okay. Weiter geht's. Ha, sehr schön. Doch, das funktioniert jetzt sehr gut. Ich glaube, langsam habe ich den Dreh raus. Okay, hoppala. Aha, also da ist auf jeden Fall eine Tür. Da kommen wir auch nicht durch, weil durch das Gitter. Durch die Tür kommen wir durch. Oh, shit.
braucht nur so lange, bis es aufgeladen hat. Steht das jetzt irgendwo? 20 Schaden, 4 Sekunden Shot-Effekt Dauer. 50% gesamter Schaden, minus 50% gesamter Schaden. Ja, Werkzeit, Energiekosten, ja, okay. Na, da müssen wir schnell sein. That was kind of close. Ja, aber wir haben es geschafft. Und was bekommen wir? Wir bekommen einen rostigen Schlüssel und einen Reparatursatz. Das heißt, wir mussten hier sogar reingehen. Okay. Moment mal, war da nicht noch ein... Aber was macht diese Bodenplatte hier? Können wir da mal was drauf liegen lassen? Nee, das öffnet es nicht. Ja, dann kommt es wieder mit. Ich habe keine Ahnung, was das hier macht. Genau, die Bodenplatte. Egal. Jetzt müssen wir wohl... Ach, da wären wir gar nicht durchgekommen. Da hätte man einen Schlüssel gebraucht. Das habe ich gar nicht gesehen gehabt. Da hast du noch was Schönes. Kugeln. Sehr schön. Das Vorteil von Schwertern ist halt, naja. Es braucht keine Munition. Dafür hat es halt keine große Reichweite. Das ist halt, muss man wissen, wie man am liebsten spielt. Also das hier. Maybe there's a way to raise the water level. Das sieht echt nicht gut aus. Okay, zwei Dinger. Und hier können wir vielleicht sagen, Säure. So. Okay. Wow. Ist das eine Kanone? Ne, das ist eine Selbstschussanlage. Ah, ich verstehe. Der konnte uns noch nicht abschießen, wegen dem Gitter hier vorne. Oho. Aber da kommt gleich der nächste Gegner. So, sehr schön. Ja, es ist gerade relativ kompliziert. Und knifflig. Ja, da kommen wir wahrscheinlich hier wieder raus, oder? Ah, ja. Jetzt ist die Frage, wollen wir das da gleich... Was passiert denn, wenn ich hier was drauflege? So zum Beispiel... Und dann mache ich das Ding auf. Passt. Okay, jetzt brauche ich wieder was. Nehmen wir den Dolch hier. Das
der Dolch ist wahrscheinlich nicht schwer genug, oder? Die Brechstange, ist die schwer genug? Nee. Ah. Können wir auch verschiedene Sachen hinlegen? Moment. Nee, das geht so nicht. Hm. Okay, da brauchen wir einfach was. Da brauchen wir einfach was Stärkeres anscheinend, was Schwereres. Ich könnte den hier mitnehmen. Wieder. Der hat ja geklappt. Und ich komme sowieso zurück. Hoppla. Nee, es klappt nicht. Das funktioniert anders anscheinend. Muss ich das Ding hier beschweren? Ja, muss ich. Hui, normaler Zielstabilisator. Genauere... Erhöhte Genauigkeit für Distanzwaffen. Oh, haha. Shit. Das war eng. Das war eng. Aber wie kommen wir hier wieder... Ach, wahrscheinlich hier kommen wir wahrscheinlich zurück. Beziehungsweise, Moment mal. Da war noch was. Ah, ne, da waren wir schon. Ach, da ist das Gitter, das habe ich gar nicht gesehen gehabt. Okay, vielleicht hätte ich doch zuerst hier lang gehen sollen. Aber ich denke, wir kommen noch irgendwie wieder zurück, um das noch auszuprobieren. Wobei, vorhin sind wir auch nicht vorbeigekommen. Hm, naja, wir werden sehen. Wow! Können wir die zerstören? Sie haben sich selber zerstört. Hm. Okay, es geht. Und ein Level Up. Sehr schön. Was haben wir da drin? Ein Silberschlüssel. Munition und... Nochmal so ein Streitkolben. Außerdem weitere Munition und hier... Nein, das war's auch schon. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Und natürlich ein Dings hier. Das könnte man hier natürlich sagen. Nochmal 60% Aufladetechnik und plus 2 Technik. Aber ich würde sagen, dann machen wir lieber mal hier noch die Energie... Regeneration, dass die Energie schneller lädt. Das würde hier auch sinnvoll sein. Und wenn wir weiterhin auf Dings bleiben, sollten wir vielleicht... Sollten wir vielleicht Dings machen. Aha. Sehr schön. Es fehlt noch die andere Seite wahrscheinlich.
So, und mit dem Schlüssel kommen wir auch wieder zurück. Ich frage mich, ob wir auch noch andere Bewohner hier treffen werden. Oder... Und auch vielleicht Handel treiben können, aber wahrscheinlich eher nicht. Es sieht im Moment eher so aus, als ob so weitergeht, quasi Gegner zum Töten, Rätsel lösen und immer weiter voranschreiten. So sieht es jedenfalls im Moment aus. Es wäre cool, wenn wir noch andere NPCs treffen würden, aber ich glaube es nicht dran, aber ich lasse mich auch gerne überraschen, aber gefällt mir schon mal sehr, sehr gutes Spiel. Also läuft flüssig, sieht man ja. Es sieht gut aus. Hat nette Rätsel, bisher jedenfalls drin. Das gefällt mir mit dem Skillsystem. Also, mir gefällt das Spiel extrem gut. Ich würde sagen, wir schauen in der nächsten Folge noch an, wo es dahin geht. Und dann geht es in die Richtung hier. Und ja, speichern noch auf jeden Fall, das ist wichtig. Und bis dahin, macht's mal gut. Tschüss.